Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance, Band of Bastards, hier bei Heisenberg Zockt. Ich bin immer leicht versucht zu sagen Band of Brothers, aber das ist was anderes. Gut, wir brauchen Kollege Stein, weil wir haben seinen Ring. Wir gehen jetzt doch nicht ins Wirtshaus, wo wir gratis bzw. auf Kosten von Kuno was essen und trinken könnten, sondern wir werden... Ich schütze dich, Heinrich. Ja, wir werden... das ist der Falsche. Wir brauchen den Herrn Stein, damit wir eben tatsächlich diesen Ring abgeben können. Sie sind Herr Beermann, irgendwann kennen wir sie, das ist sicher auch nicht Stein. Wo ist er denn? Der gute, sprachlose Mann. Jackel? Den hatten wir hier, glaube ich, schon, das ist Baumler. Ja, irgendwo ist er. Nicht, dass der jetzt irgendwie weggekommen ist. Das könnte er sein. Nee, das ist Kuno. Das könnte er dann doch nicht sein. Hier stehen nochmal welche. Und reden, wir können ja wieder ins Gespräch eindringen. Jackel, Fieder. Sag mal, wo ist er denn, der Kollege? Nee, du bist eben Herr Beermann. Hat er sich versteckt? Hallo, Steinchen. Ja, eine Kunst für sich. Wie soll man denn den Ring abgeben oder ihm geben? Wenn er nicht da ist, der Kollege. Vielleicht irgendwo hier hinten? Ich glaube, er ist... gerne auch eher ein bisschen alleine jeweils, weil er halt nicht reden kann. Ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, er ist nicht so der Gesprächigste, gezwungenermaßen. Da oben, wer ist das denn? Ja, der Herr Beermann. Haben Sie den Herrn, du hast entdeckt, interessanter Ort? Ja, es hat eine schöne Anhöhe. Haben Sie den Herrn Stein irgendwo gesehen? Ich bräuchte den mal, nicht, dass der jetzt verloren gegangen ist. Frei erfunden. Da irrst du dich. Hier, Beermann, hier Jackel, das hatten wir schon. Kuno, soll ich mal Kuno fragen, wo der Herr Stein ist? Da sitzt da noch einer, ich glaube, das könnte sein. Der hier? Nee, das ist Baumler. Ach, come on. Jetzt haben sie den Stein weggetan. Da, der war doch vorher gerade noch Baumler oder irgendwie. Ist ja egal, okay, wir reden mal mit ihm. Wir haben nämlich seinen Ring. Ich habe Baumler den Ring abgeknöpft. Tja, ich glaube, viel mehr gibt es diesbezüglich nicht zu bereden, oder? Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, ich danke dir auch. Okay, irgendwas haben wir bekommen. Mythen der Rhetorik 4. Na, immerhin. Der Ring ist so begehrt wie der Heilige Gral. Mal sehen, wer ihn als nächstes will. Okay. Das behalten wir mal im Auge, wer jetzt dem Stein den Ring wieder klauen will. Ich möchte aber ganz kurz gucken. Sonstiges. Mythen der Rhetorik. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, das werde ich jetzt natürlich nicht alles lesen. Beziehungsweise, Moment, wie viel ist es? Ach, das kann man natürlich so machen. Okay, wie lange möchtest du lesen? Wir machen mal eine Stunde. Dann verbessern wir uns tatsächlich ein bisschen in Rhetorik. Das kann nicht schaden. Machen wir mal 2 Stunden. Okay. Ja, Rhetorik ist natürlich was Wichtiges. Das ist heute nicht anders. So, okay. Lies, lies, lies. Und dann würde ich sagen, dann ist dann tatsächlich mal wieder Zeit für eine neue Patrouille, damit wir hier mal wieder Action haben. Es ist besser, du hast verbessert Redekunst, okay. Es ist besser, mit einem Weisen über Närrisches zu sprechen, als mit einem Narren über Weises. Soll heißen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay, gut. Gehen wir ganz raus und dann suchen wir mal, würde ich sagen, Kuno, beziehungsweise wir schauen schnell. Sattheit 81, das passt. Energie haben wir auch. Dann würde ich mal vorschlagen, wir reiten weiter. Gehen wir wieder auf Patrouille. Er hat eigentlich, glaube ich, schon alles über sich erzählt. Können wir später mal testen, ob da was Neues dazukommt. Aber ja, wir erleben ja seine Geschichte jetzt mit. Also da kommt in dem Sinne nichts Neues dazu, was wir nicht kennen. Ich war bei Herrn Ratzig. Und wie hat er reagiert? Gefreut hat er sich nicht über die Neuigkeiten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mein Lehen auch nur ungern plündern lassen, wenn ich eines hätte. Wir sollten weiterhin die Gegend patrouillieren. Mehr können wir nicht tun. Macht durchaus Sinn. Hagen wird uns gewiss keinen Besuch abstatten, daher müssen wir zu ihm. Wir sollten uns den großen Wald im Norden vorknöpfen und dann nach Uschitze reiten. Sicher. Also aufsitzen und los. Okay, ungeladene Gäste. Da reiten wir los. Machen wir mit Schnellreise hier im Verbund mit den anderen. Mit einem Höllentempo. Sind wir alleine auch so schnell? Ich glaube, da rechnet es dann jeweils ein bisschen mehr.
weil das ja wahrscheinlich schon vorprogrammiert in dem Sinne ist, dass ja eigentlich klar ist, was passiert oder eben nicht passiert. So, Tallenberg, ahoi. Eine weite Reise, man sieht's. Da oben wäre noch Pribislavitz irgendwo. Zumindest in der Nähe, denke ich mal. So, Quest begonnen. Ungeladene Gäste. Bitte, können wir Halt machen? Mir tut der Arsch weh und ich könnte einen ganzen Burggraben leersaufen. Ich auch. Was meinst du, Anführer? Keine Sorge. Wir sind fast in Uschitze. Wir bleiben die Nacht. Der Pfaffe dort soll ein komischer Kauz sein. Der verträgt mehr als der Teufel selbst. Das ist nicht ungewöhnlich. Alle Geistlichen sind Suffköpfe. Lustmolche. Oder beides. Ob das so schlau ist, dass wir hier so einen Lärm machen? Ruhe! Oh. Gute Frau, hab keine Angst. Der Ratzig schickt uns. Also in gewisser Weise. Was ist geschehen? Diese Schurken kamen. Unsere Männer flohen, ließen uns zurück. Diese Schurken begannen zu plündern, zu wüten und zu trinken, was immer sie fanden. Ich lief weg, aber die anderen Frauen... Du musst sie retten. Ich flehe dich an. Ganz ruhig. Sie trinken, sagst du? Ja, Herr. Sie rollten die Fässer in den Hof und trinken nun wie Schweine aus einem Trog. Tja, wie sagte unser alter Koch immer? Wer gutes Gulasch machen will, muss das Fleisch in Bier einlegen. Dann wird es weich. Ah, wir lassen sie saufen und schlachten sie dann ab. Sehr gute Idee. Aber was ist mit den Frauen? Diese Männer, sie werden... Ah. Die Weiber werden sicher nichts erleben, was sie nicht schon kennen. Außer die sind Nonnen. Okay. Ich denke, wir sollten... Wenn wir zögern, müssen es die Frauen ausbaden. Ich weiß deinen Rat zu schätzen, Heinrich. Aber Vorsicht ist gesünder als ritterlicher Heldenmut. Ja. Du gabst ein Wort, das Lehen zu beschützen. Da sind wir ihm, ein bisschen überlegen. Aber wie wird Herr Ratzig dastehen? Da sind wir unterlegen und beinahe schön, dann warten wir. Oh, ich muss wählen. Du hast Herrn Ratzig versprochen, sein Lehen zu beschützen und somit auch seine Untertanen. Ach was, ist ja nicht so, dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Hagens Männer wollen sich nur vergnügen. Nur vergnügen? Das kann nicht dein Ernst sein. Du weißt ganz genau, Kuno, wie das für Frauen endet, wenn solche Tiere sich nur vergnügen wollen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, selbst wenn das bedeutet, dass ich auf eigene Faust versuchen muss, die Frauen irgendwie zu retten. Also schön. Besonders klug ist das zwar nicht, aber wenn du unbedingt willst, zeigen wir es diesen Hundsfötten. Gut. Danke. Okay, erst ein so, Riesenrätsch und dann... Dann wollen wir mal die Weiber aus Hagens Fängen retten. Wohlan! Okay, greif gemeinsam mit Herrn Kuno die Mühle an. Also ich denke auch, wäre sicher eigentlich schlauer zu warten, bis sie wirklich betrunken sind und schlafen. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Heinrich komplett recht. Also man kann ja die Frau nicht irgendwie ihrem Schicksal überlassen. Wo rennen wir denn jetzt hin? Ist nicht da oben das Haus? Das muss aus dem Handgelenk kommen. Ach, zum Weg gehen sie. Okay. Ich muss mal ganz schnell gucken. Wie sind wir ausgerüstet? Ich glaube, wir haben eben den Bogen wieder nicht wirklich geladen. Das war hier oben, zack, zack, verbesserter Spitzpfeil, die haben wir. Und hier den Eibenlangbogen müssen wir haben, dankeschön. Dann können wir hier nämlich auch weiter folgen.
Und jetzt dürfen wir tatsächlich mal nachts unterwegs sein, ohne dass wir eine Fackel brauchen. Das ist auch nicht schlecht. Zum ersten Mal, glaube ich. Ist das so? Ne, wir hatten auch schon andere Schleichsachen. So, vielleicht ein bisschen leise? Wir haben hier ein Fest da hinten. Nun schweig doch mal ein bisschen. Das ist gefährlich hier. So, Kuno weiß das. Das ist ein erfahrener Kämpfer. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ankommen, machen wir schnell Folgendes. Sicher ist sicher. So, irgendwo hier unten überschreiben. Dankeschön. Okay. Und weiter geht's. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So, lassen wir die ein bisschen vorgehen. Es war... Wir waren ja nicht die, die gesagt haben, wir sollen angreifen. Oh. Jetzt kommen sie mit dem Feuer, damit sie was sehen. Ja, und da kommen sie auch schon. Oh, was war das? Oh, wo kam denn das jetzt schon her? Ich hab... Oh, der hier. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Gut, den haben wir relativ schnell gehabt. Nein, nun lass doch den Körper los. Wer braucht denn den Körper? Ich wollte ihn eigentlich noch meucheln. So, wo haben wir hier Feind? Überall. Stechen wir doch gleich mal in Ruhe zu. Ja, das sind ein paar. Man sieht schon, die sind eigentlich auch relativ gut gepolstert und gemacht hier, die Feinde. Aber es reicht. Doch, das, was wir, glaube ich, klein kriegen. Sie sind nicht sehr sportlich unterwegs. So, eigentlich habe ich auch geschlagen. Hat nicht geklappt. Ich sehe nichts. Irgendwie ist hier ein Durcheinander. Come on, lasst uns mal irgendwie ein bisschen rausgehen. Damit ich hier sehe, was ich mache. Mit wem kämpfe ich denn? Mit ihm hier. Der wehrt sich gar nicht. Wehr dich doch. Ja, ja, irgendwie harmlose arme Frauen angreifen und dann nicht wirklich kämpfen können. Die haben wir gern. Oh, okay. Der gibt uns gleich zurück. Na, come on. Ich habe eigentlich Kollege Schild aktiviert. Der scheint hier stabil zu sein, der gute Mann. Vielleicht doch mal noch kurz gucken wegen Konter. Aha, der hat gesessen. Okay, immerhin einmal. Schlag doch auch mal wieder zu. Der möchte nicht mehr. Dann schlagen wir eben wieder zu. Wer nicht will, hat gehabt. Jetzt schlägt er zu. Jetzt kann ich aber nicht kontern. Das ist natürlich Käse. Wer ist eigentlich der Kollege, der da rechts steht? Ist das ein Kumpel von uns, oder? Gut getroffen. Jetzt haben wir ihn. Kann ich den noch meucheln? Jawohl, Gnadenstoß für den Banditen. Wir mit unserem schönen blauen Schild. Gut, den haben wir. Oh, hier hinten ist tatsächlich noch einiges los. So, da müssen wir auch noch schnell gucken. Ist hier irgendwo einer mit Pfeil und Bogen, dass hier dauernd irgendwie Schaden entsteht? Sauber, da ist nochmal ein Feind. Das sind irgendwie alles Feinde. Wie viele von denen gibt es denn hier? Okay, der ist auch platt. Und der müsste dann bald mal platt sein. Jawohl, den haben wir auch. Okay, und hier ist noch einer mit Axt. Auch den wollen wir noch kurz meucheln. Ja, links und rechts und von oben und unten und gib ihm. So, jetzt ist er weg. So, mal kurz hier außen rum. Wir haben ein völlig blutiges Schwert. Ja, nochmal kurz gelandet und dann haben wir die Leute. Nein, jetzt hebe ich ihn schon wieder auf. Schmeiß weg den Mann. Sprich mit den Mitgliedern von Herrn Kunos Bande. Du wirst leiden. Was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt angestellt? Nee, come on, hallo? Das sind ja unsere Jungs. Hallo? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich den Falschen ermordet? Kuno? Nein, halte doch zu mir. Was ist das denn für ein Käse? Habe ich irgendwie einen von uns gekillt? Das ist doch eher der Kuno. Bist du nicht Kuno? Ich möchte doch nicht mit Kuno kämpfen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nein, lass uns doch mal schnell flüchten. Sprich mit denen, hieß es. Wie kann ich denn mit denen sprechen? Wenn die uns angreifen. Okay, ich lasse mich mal besiegen. Hilft ja nichts. So, klopp mich mal nieder.
Dann können wir nämlich neu laden, weil irgendwas ist schief gegangen. Ah, schade. So, Spiel laden. Ja, wir greifen nochmal an, würde ich sagen, oder? Ja, gut, anders geht's nicht. Ist das hier, wo wir angegriffen haben? Wir werden es gleich wissen. Ich glaube, ich habe tatsächlich aus Versehen den eigenen angegriffen, aber die waren ja alle als Feind markiert. Also die hatten ja diesen Stern. Ich kann mir ja die Gesichter nicht merken. Ich sehe da im Dunkeln nicht, wer von denen Feind ist und wer Freund. Ich gehe mal davon aus, ja, dass eben entsprechend das markiert ist, wer tatsächlich ein Feind ist. Muss ein bisschen besser aufpassen. Da habe ich einen von uns verkloppt und deswegen, ja, waren die nicht so freudig unterwegs. Schnapp mal, Kollege, Schwert. Na, nun schnapp schon dein Schwert. Warum schnappt er denn sein Schwert nicht? Hast du das nicht dabei? Wir tragen die Fackel. Ich muss allen Ernstes nochmal schnell gucken. Wo haben wir das Schwert? Da, Schwert des heiligen Georg haben wir eigentlich bemannt. Moment, nun nimm's auch. Jetzt hat's geklappt. Na, immerhin. So, bist du ein Feind? Könnte ich bitte einen Beweis dafür haben, dass du ein böser Feind bist? So, das ist auch ein Feind. Okay. Nicht, dass das dann irgendwie hier wieder plötzlich gegen eigene Leute geht. Nochmal ein Feind. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. So, wenigstens dahingehend, dass wir nicht auf unsere eigenen Leute eindreschen. Okay, wer präsentiert sich hier wieder als Feind? Oh, aua, von wo denn? Von hier hinten? Du hier mit Helm? So, wir haben euch heute schon mal besiegt. Wir werden das auch heute zum zweiten Mal schaffen, denke ich mir, wenn es denn sein muss. So, nochmal Peaks ins Gesicht rein und dann ist nämlich Feierabend. Murks! Den haben wir. Und jetzt halt wieder langsam. Nicht, dass ich einfach auf jemanden einschlage, der irgendwie in der Nähe ist. So, das hier ist noch ein Feind. Gut, dann schnappen wir uns den noch. Vielleicht habe ich auch im Kampf einen eigenen 2-3 Mal erwischt. Aus Versehen. Und das wurde dann im Prinzip als feindliche Aktion ausgelegt. Ja, der ist auch weg. Na, Gnadenstoß. Murks. So, man müsste das halt, das macht man ja bei Fußballspielen auch. Zieht doch andere Trikots an. Dann wissen wir wenigstens, wer ist hier Feind und wer ist hier eben nicht Feind. Jetzt haben wir's. Und jetzt nicht mehr schlagen. Okay. Gut, Schwert wegstecken. Jungs. Jetzt hat's geklappt. Wo sind jetzt die Jungfrauen, die ja, die lassen wir liegen. Ich guck mal ganz schnell. Weite gesucht, als sie euch zwei gesehen haben. Von wegen, ob sie Geld haben, beziehungsweise, ja, die hätten schon wertvolle Sachen, ist aber eigentlich uninteressant. Wir nehmen mal ein bisschen Geld mit, wir haben ja wirklich auch genug eigenes Geld, was soll's. So. Okay, der Stein hat sich schon mal hingesetzt. Kämpf anständig! Wer ist da? Was ist hier los? Aha, wir setzen uns selber hin. Okay, Schwert kann ich wegstecken. Jetzt hat's geklappt. Wir können nur stehlen. Mit ihm können wir reden. Wie ist er, wir sollen mit denen reden? Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Würfeln mag ich nicht. Ich bin kein Würfelfreund. Da, Bärmann. Mit dem Bärmann können wir reden. Willst du kämpfen? Nein, was ist das denn jetzt? Ich möchte gerne wissen, was hier genau passiert ist. Können wir das aufklären? Stehlen, stehlen. Stehlen? Von da drüben wirst du nicht viel mitbekommen. Setz dich zu uns. Wir setzen uns mal. Okay. Die haben was zum Saufen dagelassen. Und wie sagte mein Vater immer? Die Hitze der Schlacht macht durstig. Wenngleich die einzige Schlacht seines Lebens seine Ehe war. Und doch, passt es. Egal, du trinkst doch mit uns, oder? Ja, ich denke mal ja. Sicher hoch die Humpen, wir sollten hier nicht feiern. Doch, das kann man, glaube ich, schon mal machen. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, wir haben dich ja gerettet. Wir haben gerade festgestellt, dass wir nichts über dich wissen. Die meisten Leute hier in der Gegend kennen nicht viel mehr als den Dorfmarkt. Aber du musst schon einiges erlebt haben. Oh Gott, jetzt sollen wir hier aussuchen, was wir erzählen. Das mit der Kirche, das war halt schon sehr gut. Meine Begegnung mit Herrin Stephanie. Das Badehaus, Scharlatan. Also ich finde das eigentlich fast die beste Story. Das mit der Kirche war zumindest das Lustigste. Einst musste ich Schurken aufspüren, die das Neuhofer Gestüt überfallen hatten. Und die Spur führte nach Uschitze.
Dort machte ich Bekanntschaft mit dem Dorfpfarrer. Ah, von dem habe ich schon gehört. Dem scheint der Schalk im Nacken zu sitzen. Gelinde ausgedrückt. Aber er ist in Ordnung. Und er verträgt einiges. So wie jeder Geistliche, oder? Weiß ich nicht, aber Godwin ist auf jeden Fall ein Säufer vor dem Herrn. Und so landeten wir dort in der Schenke. Was soll ich sagen? Wein, Weiber, Wonne. Du kennst das ja auch. Wir verloren die Zeit aus den Augen, sodass irgendwann der Vogt antanzte und uns einen Vortrag über die Sperrstunde hielt. Kam er alleine? Er hatte Männer bei sich. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich war schließlich betrunken. Jedenfalls teilten wir dem Vogt mit, dass wir nicht beabsichtigen, den Umtrunk zu beenden. Nach einer kleinen Zankerei mit dem Vogt machten wir weiter. Am nächsten Morgen war Godwin so grün wie ein Frosch und konnte kaum gehen. Aber er musste die Messe abhalten. Das hätte ich gerne gesehen. Da war nichts zu machen. Also musste ich dafür herhalten. Du? Predigen? Du machst Witze. Tja, ich gab mein Bestes. Natürlich war ich auch noch ganz schön angeschlagen, aber irgendwie schaffte ich es. Du bist ein Tausendsasser. Och. Erzähl uns noch etwas. Noch etwas? Ich möchte mal noch irgendwas trinken zwischendurch. Geht das nicht? Ja, ich würde mal sagen, trinken wir. Ah, lasst uns trinken. Die Worte eines Mannsbilds. Genau. So, 7 Humpen Bier und eine Flasche Schnaps später. Oh je. Jetzt dreht sich wahrscheinlich alles. Oder schlafen wir schon? Nee, es dreht sich. Aufstehen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wir sind auch der Letzte, der noch hier sitzt. Come on. Begib dich im Lager zu Herrn Kuno. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Können wir uns irgendwo hinlegen in Ruhe? Vielleicht hier hinten? Schlafen, schlafen, schlafen. Ja, bei den Hühnern im Hühnerstall. Irgendwo kann man sich doch hier sicher hinlegen. Öffnen. Aha, okay. Nee, rote Feder brauchen wir im Moment nicht. Wir brauchen irgendwo eine Möglichkeit, uns hinzulegen. Hier vielleicht im Wagen drin? Nein. Können wir denn ins Haus rein? Wir haben die ja eigentlich hier befreit. Also dann müsste man doch hier eigentlich auch irgendwie Einlass bekommen. Oder soll ich die Leute jetzt suchen gehen? Das könnte natürlich auch sein. Ich guck mal, ob ich reinkomme. Nee. Hier ist in dem Sinn kein Reinkommen. Dann nehmen wir mal die Map. Sehe ich hier irgendwie was? Nee. Wir machen mal Questlog. Begib dich im Lager zu Herrn Kuno. Dann brauche ich hier die Map. Ach, hier unten. Echt jetzt? Begib dich im Lager zu Herrn Kuno. Okay, der ist tatsächlich schon wieder zurückgekehrt. Also dann haben wir hier im Prinzip alles zur freien Verfügung. Gut, dann möchte ich doch glatt mal kurz gucken. Uschitze. Hier oben ist Pribislavitz. Wir gehen mal nach Pribislavitz, würde ich vorschlagen. Da können wir nämlich je nachdem schlafen. Und vor allem können wir da tatsächlich mal nochmal kurz in die Kiste reingucken, was wir inzwischen alles an Vermögen angehäuft haben. Auch wenn wir es nicht brauchen, schaden kann es ja nicht. So, kein Überfall, haben wir alle besiegt hier in der Gegend. So, dann sind wir nämlich hier auch wieder mal. Guck mal, wie schön. Haben wir alles selbst gebaut oder wir haben zumindest veranlasst, dass es eben gebaut wird. So, diese DLCs, die sind ja nicht so gestrickt, dass man irgendwie immer dem DLC nachgehen muss, sondern man kann hier ohne Probleme zwischendrin natürlich auch mal was anderes machen. Das ist genau das Schöne. Aha, hier geht es nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal rauf in unser Gemach. Ich weiß nur nicht mehr. Moment. Ja, wir brauchen dich. Das ist mir zu weit. Und wir haben Alkohol im Blut. Da sollte man vielleicht nicht reiten. Ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage war früher. Hoch zu Pferde. So, hier ist unser Häuschen sozusagen. Und hier können wir uns kurz hinlegen. Müssen wir das überhaupt? Ja, hier ist alles. Wir müssen schlafen. Wir müssen alleine schon schlafen, damit wir das hier wieder sozusagen nullen können. Jetzt ist die Frage, wo war hier unser Bettchen? Da könnte man was essen. Haben wir hier ein Bettchen? Nein, ich glaube oben war eigentlich unser Schlafdingens. Können wir hier schlafen? Wir schlafen hier. So, mal hinlegen. Fackel vielleicht zuerst noch ausmachen, bitteschön. Bevor das ganze Ding hier brennt. Wir schlafen mal 3 Stunden. Mal gucken, ob das schon was bringt. In Sachen Ausnüchterung. Hier steht natürlich in dem Sinne nichts von wegen. Aber man hat ja gesehen... Oh. Was liegst du hier rum? Verpiss dich! Hä? Ich wohne doch hier. Wohne ich nicht hier? Entschuldigung. Wo wohnen wir denn? Irgendwo haben wir doch hier ein Bett.
Gibt's ja wohl nicht. War das hier hinten? Das könnte euch auch sein. Ich versuche sie hier mal. Oder haben die uns vergessen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Im eigenen Haus drin. Na? Steht er wieder da? Tatsächlich. Ja, warum denn nicht? Das ist mein eigenes. Das ist doch mein Bett. Ist das hier mein Bett? Was liegst du hier rum? Verpiss dich. Ich versuche das mal. Schlafen und speichern? Klappt wahrscheinlich auch nicht. Oder ist das unser Bett? Das könnte euch sein. Muss man das tatsächlich so genau nehmen? Come on, ist das gleiche Haus. Ja, zumindest sagt er jetzt nichts mehr. Ist ja schon nicht schlecht. Gut, ich weiß halt nicht, ob jetzt die Werte wieder normal sind. Das werden wir gleich wissen. Immerhin weckt er uns jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich hat er uns eingesperrt und wir wachen jetzt irgendwie im Kerker auf. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Na? Ne, passt. Spiel gespeichert. Wir drücken kurz auf Inventar und jawohl, wir sind eigentlich wieder relativ gut unterwegs. Wir haben nicht mal wirklich Hunger. Die Fackel, die könnte man eigentlich weglegen. Die war, glaube ich, tatsächlich hier bei den Waffen. Sehr gut. Ich gucke noch mal schnell. Schild möchte ich haben. Okay, ist aber leicht beschädigt. Das müsste man dann bald schon wieder mal reparieren. Dann nehmen wir mal die Speerruhe. Die ist nämlich hier noch relativ heile. Das müsste man halt entsprechend reparieren, das gute Stück. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Oh, Moment, wir können ja noch mal schnell in die Kiste gucken. Ist das hier unsere? Jawohl. Ich möchte aber eigentlich nicht die Kiste sehen, sondern die Kiste. Moment, das machen wir jetzt noch schnell, sonst vergesse ich es nämlich. Gott schütze dich, Heinrich. Jawohl, so, das klingt doch schon viel besser wie noch gestern Nacht. Wo ist hier die Kiste, in der die Sachen drin sind, die uns eigentlich gehören? War das die hier? 5-2, wobei, Moment, sonstiges. Groschen, 11.000. Wir haben 11.000 Groschen. Wow, okay, und wir haben 5.000 am Mann. Das lassen wir mal. Das heißt, wir haben... Jetzt ist der schon wieder. Wir haben 16.000 im Prinzip insgesamt. Damit können wir bald eine ganze Stadt kaufen, was wir nicht müssen. Aber dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mal mit diesen 5.000, die wir haben, sozusagen hausieren. Gibt es hier irgendwo ein Dingens, wo man die Rübe waschen kann? Ich dachte, das wäre so ein Trog gewesen, denkst du? War kein Trog. Aber irgendwie ist das hier auch ein bisschen gewachsen. Das Dörfchen. Ach, wie schön das ist, wenn man einfach in dem Spiel irgendwie wieder zurück kann. Ja, irgendwo hin, wo man eigentlich früher schon mal war beim Spiel. Das ist doch einfach cool. Hier unser Garten. Oh, auch schön. Ach, was für ein schönes Spiel. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.